So, es ist mal wieder soweit. Ich hole den ersten Stempel in der nächsten Woche ab und ich hole einfach das hier unten ab. 500 Sternenstaub, weil man immer gut Sternenstaub gebrauchen kann. War, gewinne einen Raid und ja, schön abgeholt und das heißt morgen den nächsten Stempel abholen. So, jetzt hole ich gemeinsam mit euch den zweiten Stempel ab und werdet es nicht glauben, es ist ein Dratini, denn ich musste 10 Wasser-Pokémon entwickeln und es ist wirklich ein Dratini, denn da müsste eigentlich immer 100% ein Dratini rauskommen. Und das werde ich auf jeden Fall definitiv mit der Sananabeere fangen, weil das total selten bei mir ist. Ich hoffe natürlich, es wäre cool, wenn es ein 100er ist, aber ich glaube nicht, dass es ein 100er ist. Und damit du keine Faxen machst, direkt mal den Superball werfen. Und typischerweise, wie ihr es von mir gewohnt seid, vermassel ich den ersten Ball und den zweiten auch, weil irgendwie, keine Ahnung, es geleckt hat gerade. Leider. Schade, 3 Superbälle verschmissen, aber ich habe ja eine Aufgabe, einfach fabelhaft treffen. Dann gibt es dafür nochmal 5 Superbälle. Und Dratini war natürlich im ersten Ball, den ich getroffen habe, drin. Bewertung kann ich auch nochmal gerne abchecken. Ist kein guter, wird verschickt. Genau, weg mit dir, Dratini. Genau, tschüss. So, für den dritten Stempel gibt es einen Girafarig, denn ich musste 3 Oweis oder 3-mal Fleckmon entwickeln und das habe ich gemacht. Einfach mal so, um das Pokémon abzuholen. Girafarig ist jetzt aus meiner Sicht nichts Besonderes. Aber das kann man gerne mal mitnehmen, weil mir da noch ein 100er fehlt. Und deswegen hoffe ich, dass der jetzt schnell drin bleibt. Nein. Aber der Ball war auch gerade richtig schlecht geworfen. Die Flugkurve war kacke. Und ja, das war auch wieder ein schlechter Wurf. Ich hoffe natürlich, dass er drin bleibt, dass ich nicht so viele Bälle verschwende für das. Okay, es bleibt drin. Glücklicherweise. Und. Ja, andere Aufgabe, die ich machen muss, ist, fange 10 Psycho-Pokémon. Dafür gibt es dann 1000 Sternstaub. Und Bewertung ist Angriff, ja, ist kein besonders gutes, wie gesagt, aber ich brauche halt noch 100er. Deswegen habe ich das mal mitgenommen. Leider kein Glück gehabt. So, für den vierten Stempel müssten wir normalerweise einen Krabby bekommen, denn ich habe 5 Wasser-Pokémon fangen müssen. Und ich hoffe, ich habe mich da richtig informiert, dass es richtig ist. Und es wird ein Krabby. Sehr schön. Leider kein Shiny, der ist ja jetzt in Shiny verfügbar. Pokéball draufwerfen, weil der bleibt eh drin. Mal gucken, ob der wenigstens gute Bewertung hat. Was der für eine Bewertung haben kann, weiß ich mal wieder nicht, leider. Aber ist ja auch egal. Wir gucken mal trotzdem rein, was der für eine Bewertung hat. Vielleicht wird der ja verschickt, wenn der gut ist, wird er natürlich behalten. So, Kampf, Verteidigung. Naja, aber erstmal trotzdem behalten. So, für den fünften Stempel hole ich nichts Spektakuläres ab. Es sind nur 1000 Sternstaub, aber ja, das ist halt die häufigste Quest im Moment während des Psycho-Spektakels. Und dafür muss man ja 10 Psycho-Pokémon fangen und die kriegt man ja ziemlich häufig. Deswegen gerne mitnehmen und jetzt noch zweimal stempeln und dann gibt es das nächste Suicune. So, noch einmal stempeln, dann ist es hier soweit und ich kriege das nächste Suicune und erstmal schön die Sananabeere abholen. Damit ich wieder Platz für neue Aufgaben habe morgen. Und jetzt noch schnell ein Pokémon abholen, damit es nicht zu langweilig wird in diesem Video. Und es ist ein Rosana, denn ich musste, ja, 5-mal Abra oder Traumato fangen. Und damit schnell geht, Himbeere, Superball für Rosana. Ich glaube, das ist kein guter Kollege. Ich glaube, der hat 1000. 68, das heißt, es ist einer, der 4 Punkte drunter hat. Aber wir werden es gleich bei einer Bewertung sehen, weil ich habe so oft noch keinen Rosan aus der Quest gehabt. Müsste, glaube ich, erst mein zweites sein, wenn ich mich nicht vertue. Und ne, er ist doch schlechter als gedacht. Aber erstmal behalten. So, es ist wieder soweit. Ich kann mein nächstes Suicune abholen. Und zwar mit der Aufgabe Brütepeiros. Da kommt ein Pokémon raus. Und es wird. Welches Pokémon wird es denn, wenn der Professor mich nicht voll quatschen würde? Weil ich weiß es aktuell nicht. Ein Walmer. Oh, das ist schick. Das ist schick. Das kann man immer gut gebrauchen. Natürlich dann die Sananabeere und den Pokéball werfen. Ja, leider stand der zu weit in der Ecke, sonst hätte ich den besser getroffen. Weil den kann man auch sehr oft leicht einfach fabelhaft treffen, weil er so einen großen Kreis hat. Aber in diesem Fall nicht. Aber wenigstens nicht den ersten Ball verworfen. Nach langer Zeit mal wieder ein Video geschafft. Und hast du wenigstens eine super gute Bewertung? Nee, schade, aber trotzdem erstmal behalten. Und dann jetzt die Box abholen. Erstmal gucken, was die Belohnungen daraus sind. 2000 Sternstaub, 5 Salanabären und 3000 Erfahrungspunkte. Also nichts Spektakuläres. Und natürlich das Pokémon, das wir mit der Sananabeere versuchen zu fangen.
Bist du wenigstens ein Guter? Nein, das ist, glaube ich, sogar schlechter als letzte Woche. Also ich habe damit irgendwie kein Glück mit den Pokémon aus dem Forschungsdurchbruch, dass ich da irgendwie mal einen guten kriege. Also ich habe, glaube ich, erst 2 über 90 bekommen und ich hätte nicht den Pokéball werfen sollen, sondern den Hyperball, damit der auch drin bleibt. Besser und schneller. Okay, der Kreis ist immer noch genauso schrecklich. Und beim Hyperball treffe ich da nicht einfach fabelhaft. Das ist natürlich blöd und jetzt bleibt er mit Sicherheit sehr wahrscheinlich nicht drin. Okay, ich dachte schon, er bleibt drin. Also 3 Versuche zeige ich euch. Wenn er danach nicht drin bleibt, dann wird rausgeschnitten, bis der drin bleibt. Okay, einfach fabelhaft Hyperball und Sananabeere. Das muss doch reichen. Das sollte doch hoffentlich reichen und passen. Ja, es passt. Sehr gut. Kriege ich noch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und ich will trotzdem mal die Bewertung anschauen. Aber ich denke mal trotzdem, dass es kein guter ist. Denn ihr seht es jetzt hier selber. Es ist ein schlechter. Schade. Erstmal behalten.